Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich heute mit euch vlogartig Schienbeinschoner testen. So, hier sind einmal meine alten Paare. Ihr seht schon, wie groß und protzig die Dinger sind. Ja, die passen hier an mein Schienbein ran. Ich habe darauf einfach mal eine Marke angeschrieben. Die heißen Perfoam. Und diese Marke, ja, die hat mir diese Schienbeinschoner zur Verfügung gestellt, damit ich die für euch testen kann und auch privat nutzen kann. Ich möchte die mit euch heute vlogartig testen. Ich hole die hier mal raus. Wie gesagt, danke an Perfoam, die mir das gesponsert haben, dieses Produkt. Ihr seht schon, das ist was ganz anderes. Und hier, mal im Vergleich, haben wir das kleine Ding. Hier hinten dieses, wo man, dass man unser Knöchel so reinmacht. Man kann das einfach so umbinden. Man muss dann seine Wadengröße angeben. Die muss man aber messen, ist ja ganz einfach so. Und vorne ist der Schienbeinschoner drauf, aber ob der wirklich schützt und so weiter, das will ich mit euch heute und das nächste Mal testen. Ich würde sagen, let's go! So, was man zu diesen Schienbeinschonern noch sagen kann, viele Profis aus der 3., 2. und 1. Liga tragen diese Perfoam Solo, weil die einfach, ja, perfekt sind, will ich jetzt einfach mal so sagen. Und 30 Euro kosten sie auf Amazon. Man muss, wie gesagt, seine Wadengröße messen. Einfach den Umfang messen von der Wade an der dicksten Stelle und dann das halt da eingeben. Da gibt es verschiedene Größen. Ich habe die Größe L, 40 bis 45 cm. Und dann wird das perfekt auf das Schienbein abgestimmt. Heißt, es rutscht nicht, man merkt die nicht beim Spielen. Es ist einfach wie eine zweite Haut, kann man wirklich sagen. Es ist wie eine zweite Haut am Schienbein, die trotzdem schützt. Das seht ihr auch nachher im Test. Die schützen trotzdem. Und das Beste finde ich, der Hauptgrund, warum ich mir diese Schienbeinschoner ausgesucht habe, ist einfach, dass die keine Einschränkungen am Ball haben, wenn man die unten am Knöchel fühlt. Weil ich bin ein Spieler, der Bälle gerne aus der Luft holt. Dann habe ich die oftmals auf Knöchelhöhe. Und bei den anderen sind die mir so weggesprungen, weil, ja, diese Teile, diese großen, fetten, alten Schienbeinschoner, die gehen ja über die Knöchel und die haben ja noch so ein extra Element und dann rutschen mir die Bälle da immer weg. Und jetzt habe ich es direkt am Knöchel, weil unten ist nichts, das hält direkt am Schienbein, wo man es wirklich braucht und das ist eigentlich perfekt. Und ja, wie gesagt, sie tun auch nicht weh, weil einfach, es ist eine Socke, es ist wie eine zweite Haut. Aber naja, es kommt bald ein richtiger Test mit Cinematics, vielen Leuten. Ihr werdet sehen, habt Spaß und es kommt auch ein Riesenprojekt, aber das will ich jetzt hier noch nicht spoilern. Danke Perfoam, dass ihr mir diese geilen Schienbeinschoner gesendet habt, zugesendet habt. Und wenn ihr auch eins möchtet, dann liked dieses Video. Dann könnt ihr mir Perfoam eventuell noch ein zweites Paar schicken, aber da so weit sind wir noch nicht. Wir warten erstmal aufs Review ab. Viel Spaß. Leute, wir machen es einfach so, er tritt in 4 Härtestufen gegen das Schienbein. Los geht's. Okay. Leicht ist mir. Ja, ja. Nichts. Auch nichts. Auch nicht. Okay, das hat man ein bisschen gemerkt. Meinst du vom Gefühl her, im Gegensatz zu den alten Stutzen? Also. Schienbein schon dann. Also die halten besser als meine. Na, die sind auch so welche, wie ich sie habe. Oh. Ich hab gar nicht gemerkt. Komm, komm! Es ist natürlich klar, dass ich noch keinen wirklichen Test machen kann, weil ich noch keinen Spieler mit bestritten habe. So wie es im Spiel ist, weiß ich nicht. So, aber jetzt vom ersten Komfort, das war das erste Mal, wo ich die getragen habe. Da wollte ich euch unbedingt dabei haben. Das ist so der erste Eindruck. Halten auch sehr, sehr viel aus. Die sind auch gar nicht mal so dünn, die Oberteile hier. Aber ich danke schon mal an Perfoam. Die tragen ganz, ganz viele Fußballer aus der 3. Liga. Zum Beispiel Suku oder Vitoretti von Cottbus, Suku von Rostock oder auch Spieler von Wien Wiesbaden tragen diese Dinger. Weil die sind einfach so begehrt. Das Schienbein muss sich nicht dem Schoner anpassen, sondern der Schoner dem Schienbein. So.